Wir sind häufig vielen Einflüssen ausgesetzt im Alltag. Wir haben das zu tun und das zu tun und der erwartet das von uns und die erwartet das von uns und dann müssen wir noch das und das und das erledigen. Und dann fragen sich manche Leute, wo bleibt denn da Zeit für diese Spiritualität, für dieses zur Ruhe kommen, für dieses Zurücklehnen, zu sich selbst finden? Die Zeit hat man, die muss man sich aber auch nicht extra nehmen, sondern die Zeit kann man einfach umwandeln. Die Zeit, die man mit diesen Dingen, Erledigungen verbringt, man kann diese Erledigungen immer noch tun. Das Was kann immer noch gleich bleiben, aber das Wie ändert sich. Aber wie ändern wir das Wie nun wirklich? Ganz einfach, indem wir uns kleiner Kniffe, also indem wir kleine Kniffe benutzen, die uns in dieses andere Wie hineinbringen. Zum Beispiel, also die Leute achten immer auf die Dinge, aber wer achtet eigentlich auf den Raum, der den Dingen die Möglichkeit gibt zu existieren? Also wer achtet auf diese andere Dimension des Raums? Wir achten immer auf die Dinge. Ja, da steht jetzt eine Waschmaschine und da ist ein Waschbecken ab und da ist ein Zimmer. Aber wer achtet auf den Raum? Verlagert mal eure Aufmerksamkeit von den Dingen auf den Raum, der es den Dingen ermöglicht, da zu sein. Allein diese Verlagerung bringt dich mit einer tieferen Intelligenz in Verbindung. Oder wir achten auf die Geräusche, aber wir achten nicht wirklich auf die Stille zwischen den Geräuschen oder auf die Stille, die hinter den Geräuschen liegt. Also die Stille, die den Geräuschen überhaupt erst erlaubt, da zu sein. Ohne Stille könnten gar keine Geräusche da sein. Und wenn wir diese Stille fühlen, nicht hören in dem Sinne, sie ist ja nichts. Es ist ja nicht die Stille und der Raum sind nichts Greifbares. Sie existieren in unserem Verstand nicht. Unser Verstand kann sich das nicht vorstellen, weil es nichts ist. Aber gerade deshalb, weil sich der Verstand das nicht vorstellen kann, gerade deshalb zieht es ja unsere Aufmerksamkeit von unserem Verstand ab in eine tiefere, essentiellere Region, da, wo wir wirklich zu Hause sind. Deswegen diese zwei kleinen Dinge. Oder dritter kleiner Kniff. Einfach, wenn man sich gestresst oder angespannt fühlt, die Aufmerksamkeit vom Kopf auf oder von den Gedanken, die einen dann so in Rage bringen oder den Stress, einfach auf den Atem die Aufmerksamkeit lenken. Das heißt, bewusste Atemzüge zu vollziehen. Und man muss da nicht, wenn man zum Beispiel gerade im Gespräch ist, aufzuhören, darüber irgendwas zu reden oder so. Man kann auf den Atem achten, während man redet, während man Dinge tut. Man kann quasi 10, 20% Aufmerksamkeit abzwacken und auf das Atmen richten. Und somit ist man nicht mehr hundertprozentig mit dem Verstand identifiziert und hat immer einen kleinen Zugang zu dieser Quelle noch. Oder wenn man wartet und ungeduldig ist, dann kann man sich voll auf das Atmen konzentrieren, voll darauf konzentrieren, den Raum wahrzunehmen, die Stille wahrzunehmen. Ein weiterer Kniff, der vierte Kniff ist, sich auf seinen Körper und auf seine körperlichen Empfindungen zu konzentrieren. Wieder die Aufmerksamkeit vom Verstand wegzunehmen und zu versuchen, den Herzschlag in den Füßen zu spüren, den Herzschlag in den Händen zu spüren, das Kribbeln im Körper zu spüren, sozusagen die körperliche Energie, den Energiefluss im Körper wahrzunehmen. Und wenn man darauf die Aufmerksamkeit richtet, dann richtet man sie auch wieder weg vom Verstand, der mit Zukunft und Vergangenheit identifiziert ist und darüber nachdenkt, auf das Hier und Jetzt. Das sind alles auch Zugänge zum Jetzt, zum Sein, zur Abkopplung vom Verstandesdenken. Das waren jetzt vier Zugänge. Lass mich mal überlegen. Ja, und dann gibt es noch einen fünften Zugang. Das ist der Zugang der Hingabe. Man kann sich also einfach an das hingeben, was ist. Wenn man sich über etwas aufregt,
wenn man in irgendeiner Situation ist, wo man nicht sein will, wenn man im Bus sitzt und eigentlich schon daheim sein will oder jetzt keine Lust mehr hat zu laufen oder eigentlich Feierabend schon gerne hätte, kann man sich einfach das bewusst machen, dass der Verstand gerade einen Widerstand erzeugt, der nicht mit dem Jetzt kooperieren kann, weil die Situation, die da ist, ist da, die ist nicht mehr veränderbar, sie ist bereits eingetreten. Und sich dagegen zu sträuben und gegen diese Situation Widerstand zu leisten, ist eigentlich völlig verrückt. Wir entscheiden uns somit unbewusst für Negativität. Widerstand bedeutet gleich Negativität. Und wenn wir können die alle anderen Kniffe, die ich gerade gesagt habe, die ich gerade genannt habe, sich des Raumes bewusst werden, sich der Stille bewusst werden, sich den Körper spüren und so weiter, die können wir alle benutzen, aber wir können auch Hingabe benutzen. Wir können auch einfach uns dessen hingeben, wie es ist. Es ist nun mal so, weil wir erkennen, dass es so ist, lassen wir jeden Widerstand los, weil wir den Widerstand als Illusion erkennen. Als selbst geschaffene Negativität, wo wir die Wahl haben, diese loszulassen. Ich muss zugeben, die Hingabe ist nicht für jeden so einfach, aber die anderen Kniffe, auf den Atem hören, auf den Körper hören, auf die Stille, auf den Raum achten, sind einfacher. Die sind nicht wirklich schwierig und selbst wenn man dadurch nur so eine Minute lang diese Tiefe spürt und danach wieder in das Verstandesdenken zurückkehrt, hat man zumindest für eine gewisse Zeit dem Verstand die Macht genommen, die Identifikation weggenommen und kann so, und das hat Auswirkungen auf die kompletten nachfolgenden Interaktionen, Aktionen, auf den kompletten Tag. Das ist auch das, was Meditation am Morgen zum Beispiel so sinnvoll und kraftvoll macht. Das zu den kleinen Kniffen, wie wir ins Hier und Jetzt kommen, wie wir uns vom Verstand abkoppeln, wie wir mit Stress umgehen können, wie wir wieder echt und aus unserem tiefsten Inneren heraus mit anderen Menschen interagieren können im Alltag, selbst wenn es stressig wird, selbst wenn wir keinen Bock haben und so weiter. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.